Auch Weidhofen hat jetzt seinen Henry-Laden. Am Hohen Markt können ab sofort gebrauchte, aber noch schöne, intakte Waren abgegeben oder auch gekauft werden. Eine in mehrerer Hinsicht sinnvolle Sache. Welche Waren verkaufen Sie eigentlich hier? Wir haben hauptsächlich jetzt Kleiderwaren, wo ich sage, Damen, Herren, Kinder, Waren, Bekleidung. Genauso war den Modeschmuck dazu, wie Schuhe, Handtaschen, vielleicht ein bisschen eine Kette dazu. Und dann ein Dekoartikel, ja, wo man sagt, für den alltäglichen Gebrauch, was kann ich brauchen, dass ich meine Wohnung ein bisschen aufpeppen kann, quasi, wird man hoffentlich bei uns finden. Aber auch ein Geschirr dazu, wo ich sage, ich kann in der Früh meinen Kaffee aus einem guten Heferl trinken. Ja. Und von wo erhalten Sie diese Waren? Unsere Spenden kommen wirklich von Leuten, die einfach sagen, ich habe das daheim über, ich brauche das nicht mehr und geben das bei uns dann ab. Bei der Eröffnung waren nicht nur das Publikum, sondern auch die Honoratioren voll des Lobes. Und gratulieren zum 20. Henry-Laden im Roten Kreuz Niederösterreich. Das ist eine Spitzenleistung. Wir wollen Geld damit verdienen. Weil wir viele Sozialprojekte haben, die wir nicht finanziert bekommen sonst. Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich in diesem Laden? Wir haben jetzt 35 Mitarbeiter, die quasi endlich eine Zeit zur Verfügung stellen und die da quasi Dienstag, Freitag und Samstag den Shop irgendwie offen halten. Ja. Und wem kommt dieses Geld, das Sie einnehmen, zugute? Das Geld bleibt in der Region quasi. Wir haben in unserem gesundheitssozialen Dienst in dem Bereich total viel Angebot mittlerweile, das leider nicht mehr finanzierbar ist. Ich nehme da ganz gerne immer die Krisenintervention her, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist für die Gesellschaft, die aber leider überhaupt nicht finanziert wird. Und mit genau solchen Projekten möchte man schauen, dass wir das weiterhin finanzieren können und somit da quasi anbieten können. Gibt den Dingen eine zweite Chance? Ich glaube, wir alle werden uns immer mehr bewusst, dass wir entsprechend sorgsam und achtsam mit unseren Ressourcen umgehen sollen. Ja, letztendlich müssen. Und da gehört auch dazu, dass wir Dinge nicht einfach wegwerfen. Eingebunden in den Henry-Laden ist auch das Reuse-Projekt der Stadtgemeinde, wo noch gebrauchsfähige Waren aus dem Altstoffsammelzentrum verkauft werden. Schon am Eröffnungstag wurde gutiert und auch bereits fleißig gekauft. Waren, die wie neu aussehen und die günstigen Preise sind einfach verlockend. Der Henry-Laden, ein Projekt der großen Rotkreuz-Familie, das höchste Anerkennung und Applaus verdient.